Ja, ich freue mich, dass ich heute den Roy-Peter Link zum Interview da habe. Er hat jetzt 2 Jahre lang in der Serie In aller Freundschaft in Leipzig den Dr. Niklas Arendt gespielt und ist jetzt nach Erfurt gewechselt zu der neuen Serie In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Herr Link, ist es Ihnen leicht gefallen, von Leipzig nach Erfurt zu wechseln? Ja, das war ziemlich leicht. Also ich bin generell niemand, der irgendwo verhaftet ist, sei es ein Ort oder Gegenstände, Wohnungen, Autos oder Gedankengut. Also alles sind Dinge, die kann ich sehr gut loslassen. Und es war also viel mehr Vorfreude da, als dass ich nachgetrauert hätte. Vor allen Dingen bin ich ja nicht ganz weg. Also die Figur Niklas hat da spezielle medizinische Qualitäten, die es ihm erlaubt, da aufzutauchen. Dann hat er noch einen Sohn mit der Asu, die auch öfters mal nach Erfurt kommen, aber auch der Niklas nach Leipzig geht. Von daher ist man ja nicht ganz weg. Ah ja, das ist sehr schön zu hören. Und in den letzten Monaten, das Pendeln zwischen Erfurt und Leipzig, ist es leicht gefallen oder war das dann doch ein bisschen schwierig für Sie? Also das Pendeln ging eigentlich. Am Anfang gab es eine Phase, da habe ich parallel gedreht. Also die Ausstiegsfolgen aus Leipzig und hier der Start in Erfurt, die waren parallel. Da war es schon so morgens Erfurt, abends Leipzig und wieder zurück ohne Wochenende. Irgendwann muss der Text ja auch noch muss man den noch in den Kopf kriegen. Das war schon eine Leistung. Aber jetzt sind meine Reserven auch durch. Jetzt bin ich froh, dass da mal wieder eine Balance reinkommt. In der Zeit hatte man ja sicherlich auch keine Freizeit für jetzt persönliche Aktivitäten, oder? Nee, also da war keine Freizeit da. Ich mache eigentlich sehr gerne Sport zum Ausgleich und seit September habe ich es 3-mal geschafft bis heute. Es fehlt mir auch, aber das wird einfach nachgeholt. Und was können die Fans von Niklas Arendt jetzt in Erfurt noch erwarten? Kurzen Einblick gab es ja jetzt schon, aber. Ja, es gibt eine ganz neue Seite zu entdecken. Der Niklas ist ja überhaupt gar kein Lehrertyp und der hat auch ein großes Problem mit Autoritäten. Von daher schmeckt ihm das gar nicht, dass er plötzlich vor die Aufgabe gestellt wird, sich auch noch um 5 Assistenzärzte zu kümmern. Des Weiteren ist er natürlich auf der Suche nach einer Familie und auf Liebe. Und die natürlich spannenden Charakteren, die noch drumherum da wuseln und fluseln und auch ihre Probleme haben. Also es gibt Neues zu entdecken und der Niklas macht einen Schritt weiter in Richtung Erwachsenwerden, könnte man sagen. Aber ob das gelingt, es gibt ja nicht immer ein Happy End. Mal schauen. Wird er sein persönliches Glück finden, oder? Also bisher hat er es noch nicht gefunden. Wir sind jetzt bei Folge 15 und es ist noch chaotischer, als man es ohnehin schon kennt. Dann wird es sehr spannend für die Zuschauer. Ja, das ist der Sinn und Zweck, genau, das wird's. Und noch eine Frage zu Ihnen jetzt, direkt als Schauspieler. Es sind ja doch immer recht identische Fälle, die behandelt werden, wie jetzt letzte Woche das mit dem hypoplastischen Linkshänder-Syndrom. Wie bereiten Sie sich da als Schauspieler darauf vor? Werden Sie auch mal angeleitet oder also wissen Sie überhaupt, was Sie da spielen und Ja, erzählen? Oder? also gerade bei speziellen Fällen. Wir hatten in Leipzig letztens erst noch einen Kinderherzspezialisten, also so einer von der Sorte, wo es nur 27 in Deutschland gibt. Und auch die Autoren sich natürlich nicht nur über das Google-Wissen informieren, sondern dann auch fachärztlichen Rat zur Seite ziehen. Der ist extra ans Set gekommen, hat mir ganz genau gezeigt, wie das funktioniert, was man machen muss, worauf man achten muss. Gerade bei Säuglingen und dieser mikroendoskopischen Eingriffsgeschichte, das läuft dann so über einen ganz kleinen Schnitt und dann wird da was reingeschoben und dann spielt der größte Teil der OP halt eben auf einem Bildschirm, findet der statt. Und eben nicht beim Patienten, was sehr ungewohnt ist, wenn man an so einem kleinen Kind operiert, dass man aber nicht bei dem Kind ist, sondern und dann halt eher immer Blicke zu seinem Anästhesisten oder so hält. Das sind Sachen, die kann ich ja mit schauspielerischer Fantasie nicht erfinden. Das muss ja natürlich schon jemand machen. Und ist auch mein Anspruch, dass ich da keinen Handgriff tue, von dem ich nicht weiß, von dem mir nicht vorher ein Arzt gesagt hat, dass es richtig ist. Oder auch mir eine Variante zeigt, wo er sagt, okay, musst es nicht so machen, kannst aber so machen, aber darauf musst du dann aber achten, wenn du das jetzt so nicht machst. Weil ich immer versuche, das eben nicht nach Lehrbuch zu machen, sondern so wie Niklas das halt tut. Ja? Wenn er denkt, das ist richtig, das jetzt so zu machen, fällt jetzt so kein Beispiel ein, aber er geht an die Fälle eher unkonventioneller ran, braucht nicht unbedingt einen OP-Saal. Können Sie sich dann auch vorstellen, jetzt selber noch in die Arztrolle zu schlüpfen, also als Roy-Peter Link, den Arztberuf zu erlernen bzw. zu studieren? Oder ist es dann jetzt eher abschreckend, was Sie dann jetzt so am Set erleben? Nö, ich mag generell keine Krankenhäuser und keine Ärzte. Das ist so Symptombehandlung interessiert mich überhaupt nicht. Es ist ja ein bisschen untypisch eigentlich, dass Sie dann trotzdem einen Arzt spielen. Das ist ja das Witzige. Also einen Arzt spielen kann man nicht, genauso wenig wie man einen Polizisten spielen. Man kann auch keinen Bürgermeister spielen, man kann nur einen Mensch spielen, der halt eben den Beruf hat. Und
genauso wenig wie das ja keine Krankenhausserie im Allgemeinen ist, sondern eben eine Serie mit Menschen, deren Probleme, und die spielen halt eben arbeiten eben in einem Krankenhaus. Deswegen habe ich mich eher auf die Figur konzentriert und dass die halt den Job macht. Da muss man halt herausfinden, wie macht sie den. Man, mit Leidenschaft, mag, also nicht, dass man liebt er seinen Job über alles. Sonst hätte er nicht seinen Sohn verlassen, um nach Erfurt zu gehen. Auch ein sehr großer Konflikt, der da behandelt wird. Und wir schauen einfach, was passiert. Ja, würden Sie das privat auch machen? Also einen Job so ein großes Opfer zu bringen? Ja, das tue ich ständig. Also ich bin ja ständig, wohne ja eigentlich in Berlin, da war ich jetzt in letzter Zeit sehr selten. Komme eigentlich aus Köln, bin aber im Münsterland groß geworden, also ich fühle mich da nirgendwo wirklich, es fällt mir sehr leicht, ja. Also, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wie soll es beruflich weitergehen? Haben Sie noch besondere Wünsche, Träume, wie es weitergehen soll? Nö, ich hatte früher mal Wünsche und Träume und die habe ich mir alle erfüllt und ich musste mir eingestehen, dass keiner von den Wünschen und Träumen, weder Job noch Sicherheit, weder im Finanziellen noch im Zwischenmenschlichen, mich irgendwie glücklicher gemacht hat. Der Mensch strebt immer danach, will immer noch mehr, es ist nie genug. Und man will immer noch diese Beziehung und den Erfolg und das Land bereisen und dann will man noch das Häuschen und so weiter und so fort. Leute, das bringt überhaupt mal gar nichts. Ja? Es ist nie genug und entweder man fängt an, seine Zufriedenheit bei sich zu suchen und nicht in äußeren Dingen, dann passieren meist ziemlich wundersame Sachen. Ja, danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gibt es noch irgendwas, was Sie Ihren Fans und unseren Lesern gerne auf den Weg geben möchten? Ja, das kann man auch zur nachweihnachtlichen Zeit machen. Und zwar das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Das größte Geschenk, was man einem Menschen überhaupt geben kann, ist ihn einfach sein zu lassen und ihm Raum zu geben. Und da können wir uns ja alle mal dran probieren. Ja, schönes Schlusswort und da sage ich ganz herzlichen Dank. Dankeschön.